Willkommen zum Frequent Traveler TV Update. Heute habt ihr schon gesehen, auf dem Screen haben wir ein ganz besonderes Thema. Nein, es ist nicht Mario. Das Thema ist Senatorstatus in 2021 nochmal. Warum sage ich das? Weil wir natürlich dafür da sind, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und so weiter zu bringen, aber auch Status. Und deshalb hatten wir gestern eine lange Diskussion mit einem unserer Concierge-Kunden. Soll er den Senator noch angehen, obwohl er nur 5000 Punkte hat als Statuspunkte? Warum das Ganze? Was die Erfahrungen als Senator sind von Mario und was meine Erfahrungen als Senator sind und ab nächsten Wochenende Horn Circle. Mario, möchtest du noch was sagen zum Thema oder sagen ja, wir einfach den Vorlauf, nein, den Abspann? Ich bin sprachlos, mach mal nicht den Abspann, der Vorspann und überhaupt. Intro heißt das, glaube ich, war der Fachbegriff. Intro, genau. Ja, deshalb schauen wir mal. Ja, also, da sind wir wieder bei dem Intro. Wunderbar, Mario habe ich weggeschaltet, aber ich schalte ihn wieder dazu, ganz einfach. Und da ist er wieder auf der anderen Seite, jetzt aber auf der Seite. Habe ich es gerade gelernt, jetzt wieder falsch. Aber, damit ihr auch wisst, wer wir sind, mein Name ist Lars Korsten, das ist Mario Hoffmeister. Und wir haben euch heute das Thema gebracht, Senatorstatus 2021 machen oder nicht. Und der Patrick hatte gestern gesagt, ja, ich überlege, den Senatorstatus zu machen, aber eigentlich ist das Jahr ja schon wieder zu kurz. Wir machen das gar nicht. Und da habe ich mir vorgerechnet, hey, du hast doch schon 15 Punkte, weil du die Kreditkarte hast und du FTL bist. Sagt er, ja, das stimmt. Sag ich, also du fliegst doch auch nach Dubai. Dann sagt er, ja und? Sag ich, wenn du jetzt noch im August fliegst, beziehungsweise September zurückfliegst, bekommt er 2000 für das innereuropäische Leg. Genau, und? 5000 für das International Leg. Heißt also, so er bekommt nochmal 7000 Startpunkte. Und für den Flug selber hat er, ich muss jetzt nochmal gucken, obwohl das nur ein Z-Tarif in der Business Class war, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe eine Fuschzelle gar nicht gemacht, ich bin gar nicht vorbereitet. Aber es war ein Roundabout über den Daumen gepeilt, hätte er für alles mit den 12.500 Euro Umsatz, die er ja über die Kreditkarte macht, dann auch nochmal 25.000 bekommt, hätte er also knapp über 60.000 Punkte bekommen für alles zusammen. Und da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, da ist er nicht mehr weit weg vom Senator. Nein, also das bei den Grundvoraussetzungen in diesem Jahr lohnt sich das auch, wenn man zum jetzigen Zeitpunkt Mitte August erst, wie viel hatte er gehabt? 5.000? 5.000 aus der Kreditkarte nur. Ja, aber da kann er ja bis zu 30.000 generieren. Und insofern ist das ja schon mal fast die halbe Miete. Und da es für jeden Flug, und selbst die Z-Klasse ist da ja nicht schlecht, die doppelten Statusmeilen gibt, kommt da ruckzuck was zusammen. Plus die Promotion, die du nochmal eben genannt hast, zusätzlich, die ich witzigerweise oder die ich ja zufälligerweise auch bekommen habe, 2.000 hier für den innereuropäischen und dann nochmal 5.000 für etwas weiter weg sozusagen, sind nochmal 7.000. Das muss man zumindest in der normalen Economy erstmal einfliegen zu normalen Zeiten an Statusmeilen. Das ist schon mal ein ganz schöner Batzen. Und ja, dann noch die Meilen aus der Business Class, die ja auch doppelt zählen. 60.000, da fehlt dann nicht mehr viel, weil er braucht ja keine 40.000 wirklichen Meilen mehr dann. Er braucht ja nur noch 20.000, weil sie werden ja dann verdoppelt. Er muss noch irgendwie 20.000 Meilen einfliegen und das sollte ja nun wirklich nicht das Problem sein, noch bis zum Ende des Jahres. Das habe ich ihm auch erklärt. Also das heißt, diese 7.000 aus der Aktion, also 2.000 plus 5.000, die es ja noch bis Mitte September gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. Diesen Geschenk aus der Kreditkarte kriegt er auch nochmal 30.000, also ich meine, Freunde, also wer da jetzt nicht den Status macht, der ist selber schuld. Da könnt ihr auch unten nochmal kommentieren, abonnieren, ganz wichtig, Glocke, Mario macht die Glockenfinger. Und wir müssen mal so eine Lindglocke kaufen, dann kannst du mal so Glocke machen. Ja, warte mal. Ich habe eine, die sieht der viel ähnlicher. Gleich kommt deine Sekretärin reingesprungen. Ja, das kann sein. Und dann war das dritte, kommentieren, abonnieren und liken.
Liken, das war's. War schon ganz verwirrt von der Glocke. Ich bin jetzt ganz kribbelig, weil ich habe jetzt überlegt, ich muss jetzt als Houseboy bei dir ins Zimmer springen und fragen, was du möchtest. Aber das Einen machen wir Kaffee jetzt hätte ich nicht. gerne. Wie immer, Americano. Natürlich. Schwarz, damit es zur Seele passt. Ja, warum Senatorstatus zum FTL? Also, du bist ja Senator seit langem, ich ja erst wieder seit kurzem, nach Jahren der Abstinenz. Was ist in deinen Augen der Hauptvorteil, warum du den Senatorstatus so tippitoppi findest? Ah gut, wer die Lufthansa kennt und den Status oder auch die Starlines, der weiß, dass der Senatorstatus bei der Lufthansa schon besondere Benefits hat. Mal abgesehen natürlich von den eigenen Lounges, das so das Bekannteste sicherlich ist, und natürlich auch die Möglichkeit, in die Gold-Lounges der Starlines-Partner zu gehen, ist es natürlich dann auch, dass man mehr Gepäck mitnehmen kann, in welcher Buchungsklasse auch immer. Ich weiß gar nicht, ob man sogar in der Light, das weiß ich nicht. Ich glaube da nicht, oder? In der Light darfst du als Senator auch nichts mitnehmen, ne? Also in der Light ist es kastriert worden. Oh, ich sehe gerade, das Ja. Mikro hängt im Bild, wenn man den ganzen Ausschnitt sieht, direkt wieder gefixt. Und ja, also das ist da nicht der Fall. Was ich persönlich als super Benefit finde, ist der Companion Award. Genau, das wollte ich noch drauf kommen, aber den kannst du als mein Spezialist noch viel besser erklären. Der Companion Award ist ziemlich gut und es gibt ja sogar Meilenkredite für Flüge. Da solltest du vielleicht auch noch mal drauf eingehen. Ja, also einmal natürlich der Companion Award als Meilenexpertin der. Ist das überhaupt richtig? Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen. Auf jeden Fall. Kam mir gerade so, sorry. Ich bin so woke heute. So, auf jeden Ja. Fall, ja. Also Companion Award ist der, dass man, wenn man ein Prämienticket kauft, zum Beispiel der Flug würde 105.000 kosten, bezahlt man für den zweiten Mitfliegenden nur noch die Hälfte als Senator oder als Hon. Ganz wichtig ist, bei Meilen-Schnäppchen gilt es natürlich leider nicht. Also wer es auch übrigens nicht gesehen hat, kleiner Tipp, Eurowings hat im Moment richtig perverse Preise, 18.000 Punkte, um Ja. nach Sansibar zu kommen. Hab da noch was im April gesehen mit freien Kapazitäten zu dem Preis. Da muss der andere natürlich nicht 9.000 zahlen. Das geht da in der Tat nicht. Und das, was Mario angesprochen hat, ist im Prinzip die Dispo-Funktion. Man hat eine Art Dispositionskredit bei Lufthansa Miles & More, 50.000 Meilen als Senator, 100.000 als Hon Circle, wo man quasi einen Overdraft machen kann. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ich muss gerade grinsen, weil der Kommentar von Sven, dass ich das gendern sein lassen soll. Ich versuche einfach. Er hat völlig recht. Ja, ich versuche es, ich scheitere, es tut mir leid. Deutsch war nie meine beste Sprache, hätte ich fast gesagt, mein bestes Klassenfach. Da war ich Aber halt. ja, So ist das. als Mitmoderierender müssen wir natürlich darauf hinweisen, dass der Senatorstatus noch ein paar weitere Vorteile hat. Es fängt ja schon an beim Check-in sicherlich, dass man dort natürlich am Business-Class-Schalter oder sogar am First-Class-Schalter First Class machst. ja, den Check-in machen kann. Aber nicht im First-Class-Terminal in Frankfurt. Da darf man dann allerdings als Senator nicht sein Check-in machen, aber immerhin. Und dann natürlich Wartelistenpriorität, die zweithöchste. Und man bekommt natürlich diesen wunderbaren Lederkofferanhänger, wenn man zum ersten Mal das wird. Und früher hat man ihn ja auch bekommen, wenn man einen weiteren Statusstern bekommt oder bekommen hat. Außer der arme Mario, der hat keinen bekommen, weil das der Lufthansa zu komplex oder auch zu teuer war. Da ist man geteilter Meinung. Aber nichtsdestotrotz gibt es dann auch noch das sichtbare Symbol am Köfferchen oder an der Aktentasche. Wenn Christopher Siegloch sich das anschaut oder sogar unser Freund Sebastian Riedle das anschaut oder jemand anders von Lufthansa Miles & More, Mario braucht nochmal Anhänger. Ich gehe einfach mal mit dem Finger da in die Richtung, Ja. weil er mir mitgeteilt hat, dass ihm seine abhandengekommen sind. Ich hatte ihm den Rat gegeben, schreib doch einfach mal Lufthansa Miles & More an und sag, mein Name ist Ja, da bin Mario, ich ja zu mein bescheiden. Koffer. Ja, das ist halt so. Drück doch nochmal auf die Klingel, sagt der Sekretärin. Schreiben, Lufthansa, Kofferanhänger. Next. Ja, So. next. Eine gute Idee. Aber
Aber ich denke, die Senatorkarte oder der Senatorstatus hat noch ein paar mehr Vorteile. Was hatten wir jetzt noch? Check-in. Dann Welcome Lounge Nutzung Welcome Lounge Nutzung, in Verbindung mit mehr Langstreckenflug. Freigepäck, genau, mehr Gepäckstücke, Ein Gast mitnehmen, aber er muss ein Gast in die Lounge, auf aber er dem, muss auf demselben Flug sein. ja, Ist nicht mehr wie nicht nur. früher. Ist nicht mehr wie früher und nicht nur einen Gast, sondern wenn man als Gast zufällig seine Ehefrau dabei hat und dementsprechend eventuell seine minderjährigen Kinder, dann darf man auch seine minderjährigen Kinder mit in die Lounge nehmen. Ich habe es noch nie gesehen, aber was ist eigentlich, wenn einer so 7 oder 8 Kinder hat, dann wird es voll in der Lounge, nicht? Ja, Platz Aber da. Willkommen im Mazda. Also insofern genau. ist das leider dann so. Solange alle minderjährig sind, in arabischen Ja, Familien hast du ja auch mehrere Ehefrauen. Also insofern ist das alles sehr aufregend. das stimmt. Und auch bei den Starlines-Partnern darf man auch einen Gast mitnehmen. Richtig, aber wie immer selber Flug. Und was in meinen Augen auch eine coole Geschichte ist, ist wirklich die Buchungsgarantie. Dass du also wirklich Ja. ist natürlich die teure D-Klasse, also ist teuer, ne? Oder J-Klasse, glaube ich sogar, J. J. Und das nächste ist halt wirklich die zwei E-Voucher, die du bekommst, mit denen du halt dich upgraden kannst. Zwei E-Voucher brauchst du, um über den Kanal zu kommen, also nach Amerika oder sowas. Und innereuropäisch willst du nicht benutzen mit dem einen Voucher, weil das halt problematisch ist. Aber ein Sweet Spot wäre von der Premium Economy mit einem Voucher auf dem Hinflug in die Business und dann zurück. Richtig. Zum Beispiel. Ist ein Und super Angebot. dann die bevorzugte Gepäckbehandlung Ja, dann hat kriegt man den übrigens, kleinen ja, orangenen, ja, wie nennt man das eigentlich? Papierschnipsel. Ja, Priority-Sticker. Priority-Sticker, klar. Ich habe jetzt, nee, ich habe einen von Finnair leider dran. Ich habe gerade geguckt, ob ich da einen habe. Nein, es war nicht der Priority von Lufthansa, das ist Finnair gewesen. Aber auf dem, wie ging da? Nee, in München war mein Koffer als erster aus Helsinki angekommen letztes Mal, also insofern wunderbar. Aber schreibt unten in die Kommentarspalte rein, was eure Erfahrungen sind mit dem Starlines Gold-Status. Und ganz, ganz wichtig, für alle, die irgendwo anders den machen wollen, bei SAS, Eurobonus oder wo auch immer, wer jetzt bei der Lufthansa den nicht macht, ist selber schuld, weil ihr wirklich den für 2 volle Jahre und den Rest von diesem Jahr bekommt. Also das heißt, wer ihn dieses Jahr macht, der bekommt ihn bis Februar 2023, wenn ich richtig gerechnet So ist habe. das. Und das ist 2023? Nee, sogar länger. 24. Ich habe falsch gerechnet, Mario. Warum hast du ja gesagt? Also, wenn du den So. jetzt bekommst, dann hast du ihn mindestens 2 Jahre. Das Ach heißt so, also, richtig, richtig. Du hast ihn ja. natürlich dann für, du hast ihn dann für 22 und Ja. 23. Genau. Und bis Genau. Februar 24. So ist das Oh richtig. Gott, da sind wir ja Ja. schon ganz alt. Das ist richtig. So lange läuft mein Hundstatus. Dann bin ich 2 Jahre Senator, falls ich nicht verlängere. Ich wäre bis 2026, wäre dann FTL bis 2028. Und Nicht dann, schlecht, ne? ja, das ist so. Also, wer nichts schafft, schafft zumindest das. Und damit ist auch mein Lifetime Senator durch, sobald die neuen Regeln kommen. Aber wir wollen auf die neuen Regeln nicht eingehen, weil wir wollen euch nicht verwirren. Und ja, im Moment denke ich einfach mal, solltet ihr sagen, habt ihr dieses Jahr schon was benutzt von diesen Promotions, um so viele Meilen zu bekommen? Habt ihr ein First-Class-Ticket gemacht? Ach ja, übrigens als Lösung zu dem Thema für die restlichen 40.000 respektive 20.000 Meilen habe ich dem Kollegen gesagt, er fliegt ja öfters in die Schweiz und von Hamburg aus, dass er dann wirklich da dann zum Beispiel über Wien fliegt. Das Ticket kostet ein bisschen mehr. Hamburg, Wien, Wien, Zürich, dafür bekommt er aber dann in der C-Klasse CDJ. Also D-Klasse sollte er dann buchen, weil Ja. das die billigste von denen ist. 2.500 pro Leg heißt also 2.500, 2.500, auf dem Rückflug 2.500, 2.500 sind 10.000, sind 20.000, machst du zweimal, hast du knapp Hast 700 es. Euro und dann hast du es. Und das Schöne bei der Geschichte ist, dass er das über seine Firma subventioniert bekommt. Insofern muss man sich das dann auf der Zunge zergehen lassen. Ich sehe gerade, dass Benno Fragen zum Lifetime-Senator, aber auch zum Lifetime-Hornzirkel hat. Das ist ein Thema, was wir beim nächsten Mal angehen werden. Das war Das, übrigens so eine, ja, eine halbe Lufthansa-Zuschauerfrage. ja, ich glaube auch, ja. Ne? Aber Lifetime Hon, da sollten wir vielleicht sehr zurückhaltend sein. Das wird wahrscheinlich sehr, eher sehr schwierig sein.
Ja, also wir vergeben ihn nicht mehr. Nein, wir vergeben ihn nicht mehr. Ja, wir geben nicht mehr. Wir haben es aus, also wir haben es gemacht, aber es hatte sich nicht bewährt, falls ihr Nein. versteht, was ich meine. Wer meinen Screenshot auf Facebook nicht gesehen hat, geht einfach auf mein Profil, geht meine Bilder durch, da werdet ihr meinen Lifetime-Status sehen. Für die, die es nicht wissen, es war leider ein Fehler im System. Ich habe es genossen, aber leider nicht lang genug. Ja, das dazu. Insofern brauchen wir uns zu dem Thema Lifetime Horn ja auch nicht mehr auseinandersetzen. Nein, Nee, bleibt brauchen wir ein nicht. Senator aber. Das auf jeden Fall. Und andere Fragen. Also wir haben uns vorgenommen, wir wollen Fragen von euch reinbringen und beantworten. Ja. Vielleicht auch mal so eine längere Q&A-Show machen, wo wir samstags uns hinsetzen mit Kaffee, Kuchen und Mario tanzt auch etwas. Oh, Und mein Name, höchstens mein Name. aber rückwärts. Natürlich, natürlich. Und insofern müsste man da halt einfach mal schauen. Ansonsten kann ich noch auf den Kanal verweisen von unserem Freund und Schatzmeister Sven, der seinen Travel-Kanal hat. Ich werde ihn unten in den Shownotes verlinken. Da sollte man auch gucken, hat auch schöne Bilder, wo ich das gerade sehe. Er wollte noch einen Kanal machen, der Nonhorn. Der Der Nonhorn. Nonhorn. Vielleicht sollten wir uns auch einen Codenamen geben. Ich nenne mich dann Honcho Poncho oder so. Keine Ahnung. Nur wer hat erkannt. Ja, aber wir haben jetzt wieder hier 18 Minuten, 19 Minuten versabbelt. Wenn wir die 2 Minuten 30 abziehen, sind es trotzdem unter 20 Minuten. Also insofern ist alles tipptopp. Also nochmal wirklich an euch die Aufforderung. Mario, möchtest du was sagen? Ja, ich wollte es gerade sagen, man kann es nur mal zusammenfassen. Versucht es, macht es. Nie war es günstiger, besser, schneller den begehrten Senatorstatus zu bekommen als in diesem Jahr. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es natürlich posten. Lars oder meine Wenigkeit werden das dann bestimmt gerne beantworten. Ja, genau. Ja. Innerhalb des Darlehens mit Sicherheit auch einer der begehrtesten Goldstatus. Der begehrteste. Insofern oder sogar der begehrteste, muss man immer wieder sagen, egal ob man mit einer amerikanischen Linie fliegt oder auch mit einer aus Asien, die in der Starline sind. Die Senator-Card genießt großen Respekt in diesem Verbund und insofern lasst euch das nicht entgehen. Ist in diesem Jahr wirklich wunderbar und einfach. Und jetzt darfst du noch mal richtig in die Werbetrommel rühren. Ja, ganz genau. Also wie gesagt, wenn ihr Sorgen, Ängste, Nöte habt oder nicht wisst, wie ihr den Status euch erfliegen sollt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ich helfe euch gerne auch in den Shownotes unten auf YouTube, wenn ihr das Video seht. Da könnt ihr Kontakt aufnehmen, könnt ihr auch eine kostenlose Beratung buchen. Das ist in der Tat umsonst. Also kostenlos, aber nicht umsonst. So rum war es. Viele Kostenlos, sind ja. kostenlos, aber nicht umsonst. Viele sind zwar umsonst in die Schule gegangen, aber es war trotzdem kostenlos. Und das war doch so, ne? Korrekt, ja. Und an euch natürlich die Aufforderung, schickt uns auch andere Fragen, die ihr habt. Vielleicht werden wir es an einem Mittwoch, an einem Donnerstag oder Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag beantworten, besprechen, bearbeiten. Mario hat mir versprochen, er möchte jetzt wieder öfters online kommen. Das wobei ich. ist ja, das, ja, sozusagen Angriff ist die beste Verteidigung, Herr Korsten, nicht? An mir ist es nicht gescheitert. Wer hat gestern nicht zusagen Nein. können? Wer hat gestern nicht Ja. zusagen können? Also insofern, nein. Ich habe von 10 Mal habe ich einmal gefragt und 9 Mal hat er gefragt. Also insofern mea culpa. Wir werden auch wieder ein Update machen. Ja. Müssen wir auch schauen. Ich werde halt, wie gesagt, nach Buenos Aires fliegen. Werde mich da aufhalten. Vielleicht schaffe ich es aus Buenos Aires, das zu machen. Müssen wir mal gucken, wie die Internetverbindung ist. Oder Wird wir machen bestimmt schon. Clubhaus aus Buenos Oder wir machen Aires. Clubhouse, ja, das können wir auch machen. Ja. Vielleicht machen wir beides, weil Oder beides. ich lande in Buenos Aires relativ früh, glaube ich. Das ist die Ja. LH 511, wenn ich das richtig im Kopf habe. Na, das ist der Umkehrflug. Die geht um 16:55 und die 510 ist geplant zu landen landet um 6 Uhr morgens. Gut, Heißt das ist mir also, zu ich habe. früh. Nee, das ist ja alles Zeit da. Also das heißt, Ja, wenn wir ja. in Buenos Aires 6 Uhr haben, was hast du dann in Goslar? 4 Stunden, ne, sind Unterschied, oder? Oder sind es fünf? Ne, vier, ne?
Frage mich solche Detailfragen nicht. Wenn Ja. ich das wüsste, hätte ich. Ich weiß. Ich weiß es gerade nicht, aber wir werden das auch ankündigen. Natürlich. Übrigens an Armin viele Grüße. Er hat nur, ihm fehlen nur 54 Punkte, also quasi zur Punktlandung. Ich möchte gerne wissen, wie er die 54 Punkte macht, ohne das zu überfliegen. Warum soll man mehr machen? Und ja, mir fehlen noch, ich habe 502.000, also mit dem Flug kriege ich genau meine 600.086 Punkte. So habe ich es gerechnet. Und somit wäre ich dann Punkt gelandet. Ja, Gut. also ganz wichtig: abonnieren, kommentieren, Glocke an. Wie heißt nochmal? Ich habe wieder alles vergessen, ne? Nochmal ganz langsam. Abonnieren, kommentieren, Richtig. Glocke an und liken und Fragen schicken. Genau, so machen wir das. Und damit entlassen wir euch in die harte Wirklichkeit in mittwochs nachmittags in Deutschland. Also bis dann. Danke, dass ihr dabei wart. Mario, sagst du auch Tschüss? Ich sage auch Tschüss. Tschüss.